Reich! Sterben wir das Reich! Lasst uns weitergehen. Das ist ja nur, worauf die Zionisten warten, dass wir uns provozieren lassen. Bitte, ich bitte euch 10-mal, wir spielen den Zionisten in die Hände. Bitte, bitte. Unser Vorbild ist der Prophet Mohammed, sind unsere Imame. Das Letzte, was sie sagen, bleibt bei der Wahrheit. Auch wenn sie uns töten, wir werden in Deutschland
nicht aggressiv werden. Wir müssen kämpfen in Gaza. Wir brauchen unsere Hilfe. Viva Palästina! Wir sind friedlich, wir sind friedlich! Also, wir demonstrieren gegen den Krieg, den israelischen Barbarenkrieg. Bitte schließt euch uns an, damit wir unsere Stimme erheben können gegen den barbarischen Krieg. Bitte geht erstmal weiter. Lasst die Zionisten links liegen. Der Wagen sollte noch weiterfahren. Das wird gestoppt, weil die Zionisten das wollen. Lasst euch, Villa kommt gleich. Wir müssen auch mal was Intelligenteres bringen. Wir müssen weitergehen, immer dasselbe. Das kennen die Deutschen schon genug. Hinterher ist jetzt schon so ein Slogan. Tod Israel und so weiter. Wir müssen Israel und den Zionismus hier in Deutschland bekämpfen. Wir müssen Stellung beziehen und vor allen Dingen müssen wir die Deutschen aufklären. Das schaffen wir nicht, wenn wir uns auf Provokationen einlassen. Darauf warten sie nur. Bitte geht weiter. Ewig lebt Israel! Ewig lebt Israel! Ewig lebt Israel! Krieg Gaza vom Hamas! Auf Hamburg! Schlägt einer von uns hin. Natürlich in Palästina, in Gaza, hat es geschlagen. Gebt ihm die Hand. Wofür denn wollen sie mir die Hand geben? Nachdem sie so viel Blut auf ihrer Hand haben? Welchen Frieden? Ich wünsche mir Frieden. Welchen Frieden? Ohne Wasser, ohne Luft. Ich gebe ihm die Hand. Ich will keine Hand haben. Ich will keine Hand. Einer von ihnen war direkt mit Blut. Die Hand für Frieden. Immer mit Blut. Immer mit Blut. Immer mit Blut. Wofür? Gaza. Frieden? Sabran Shatila. Eine Hand hat Blut? Natürlich. Jeder, der diese Zionisten unter... Ich stehe hier, um für Frieden zu demonstrieren. Warum schauen Sie die Kameras an die ganze Zeit? Schauen Sie mir an. Meine Augen sind auf Sie gerichtet. Jeden ich stehe Tag. Hier, um für Frieden zu demonstrieren. Als Jude oder als Israeli. Ich wünsche mir für die Menschen. Sie bezeichnen uns als ich wünsche mir für jeden Menschen in Gaza Frieden. Mein Freund. Ich ja. wünsche mir, dass kein Mensch in Ohne. Gaza als Mensch darf ich jetzt reden? Darf ich reden? Wenn ich fertig bin, darf ich reden. Ich habe Ihnen zugehört. Na klar. Ich habe Ihnen die Hand gereicht für Frieden ja, und nee, Sie haben die abgelehnt. Hand. Nein, keine Hand, bloß nicht. Ja. Ja, meine Hand liegt weiter hier. Ich will reden. Jetzt bin ich dran. Zu, kein welchen Problem. Frieden? Gaza? 1,7 Millionen Menschen Hallo, leben in einem Streifen. Die können nicht raus, die können nicht rein. In Tokio ihr bezeichnet uns als... Ich bin Deutscher und ich lebe in Deutschland. Was können wir nicht diskutieren? Nein! Aber Israel ist noch Kindermörder. Was macht ihr? Das sind die Flüchtlinge damals von 1948. Das sind keine Terroristen, das sind Menschen. Wir wollen hier die Hamas-Leute. Ihr habt damals die Juden vergast und jetzt wollt ihr das auf unsere Kosten gut machen, wa? Ihr habt die Juden vergast. Wir sind die Juden. Ihr habt gesagt, Kindermörder, man sieht doch, was sie machen in Palästina, man sieht doch. Ich bin ein Jude. Man sieht doch, scheint hier. Nein, nein, nein. Einseitig. In Deutschland ist kein Platz für dich, okay? Doch, raus. Geh mal raus. Kindermörder. Ich sag, die Israeliten hier, die tötet Frauen und Kinder. Ja, ja. Die tötet Frauen und Kinder. Die tötet Frauen und Kinder. Das ist nicht gezeigt hier. Womit? Ich wünsche mir von Herzen. Womit? Von Herzen den Frieden. Mit der Flagge da? Ja. Mit dieser Flagge? Ich wünsche mir, dass die palästinensische Flagge in Gaza hängt. Ja. Ich bin und frei hier am Ort geworden. Mach mal, komm mal raus. Einmal mit einem deutschen Pass nach Palästina. 8,5 Stunden haben sie sich verhört. Wieso? Warum? Jeder weiße Mann darf da rein. Aber ihr seid die Terroristen. Ihr seid die Terroristen. Wir sind Minderheiten. Die ganzen Kirchen in Palästina. Hier oder hier? Ihr seid doch die Kindermörder. Das sage ich nicht. Das allein ist ein Krieg. Kindermörder. Hör auf damit. Nee, ich rede, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, meine Hände sind offen, ich habe mit dem Mann geredet, jeder hat Blut an sich, diese Flagge, Sabra und Shatila, Bethlehem, Nablus, überall, ihr habt von der Geschichte nicht gelernt. Ihr dürft nicht andere Menschen alles wegnehmen. Na womit? Womit? Welchen Frieden? Ein bisschen Frieden und der scheiß Islam muss auch mal raus aus Deutschland. Ihr habt nämlich überhaupt keinen Frieden im Sinn, ne? Echt. Immer nur Islam, Islam, Islam. Überall sterben die Leute. Scheiße.